Seit über einer Million Jahren sind Löwen die Herren der afrikanischen Savanne. Sie stehen an der Spitze der Nahrungskette. Dank ihrer gewaltigen Kraft, der überlegenen Sprungtechnik und einer außergewöhnlichen Gruppenkooperation. Löwen nehmen es furchtlos mit jedem auf. Der Löwe, der König der Tiere, wie man ihn noch nie zuvor gesehen hat. Von seinem Innenleben bis zu seinen Verhaltensweisen. Alles aus der Sicht des Raubtiers. Es ist Mitte September in Ostafrika. Trockenzeit. Diese 12 erwachsenen Löwen leben mit ihren 6 Jungtieren in einem Rudel. Einer Großfamilie, die ein Leben lang gemeinsam auf die Jagd geht. Diese Jahreszeit ist besonders heiß und trocken. Viele Beutetiere der Löwen beginnen zu grüneren Weidegründen zu ziehen. Das bedeutet weniger Nahrung für den Löwen. Jeder Löwe benötigt täglich über 5 Kilogramm Fleisch, also etwa 8000 Kalorien. Je geringer die Aussichten auf eine Mahlzeit, desto weniger kann sich das Rudel eine verpatzte Jagd leisten. Doch ein Tier zu erlegen, das 5-mal so groß ist wie sie selbst, ist kein Kinderspiel. Der Büffel stellt eine große Herausforderung dar. Büffel sind äußerst wachsam. Sie schlafen nachts nur eine Stunde. Und auch dann meist nur wenige Minuten am Stück. Die Spannweite der spitzen Büffelhörner erreicht bis zu einem Meter. Damit können sie einen Löwen mühelos töten. Büffel beschützen sich gegenseitig. Kleinere und schwächere Mitglieder bleiben in der Mitte der Herde. Stärkere, meist männliche Tiere bilden um sie herum einen Verteidigungsring. Um gegen Büffel oder andere Beutetiere erfolgreich zu sein, wenden Löwen die Strategie der Gruppenarbeit an. Eine Löwin ist in der Lage, einen Büffel zu fangen, aber nicht ihn zu erlegen. Auf der anderen Seite kann eine Löwin sicherlich eine Gazelle auffressen, aber nicht fangen. Sie ist nicht schnell genug. Die einzelnen Löwen sind also aufeinander angewiesen. Wenn diese Löwen gemeinsam einen Büffel verspeisen wollen, muss jeder seine Rolle meistern. Manche sind schneller und können ein Tier rascher zur Strecke bringen. Andere sind dafür kräftiger. Sie sind besser geeignet, ein Tier an der Kehle zu packen oder es umzureißen. Die Löwen finden mit der Zeit heraus, in welchem Bereich ihre Talente liegen. Die Jagd beginnt, als zwei Treiberinnen die Herde aufscheuchen und sie zu einer panischen Flucht zwingen. Dann schätzt eine der beiden Vollstreckerinnen des Rudels die Situation ein. Sie sucht die Herde ab und entscheidet, welches Tier gejagt werden soll.
Sie sucht nach Schwächen und sortiert junge, kranke oder von der Herde abgesonderte Tiere aus. Binnen Sekunden hat sie das Ziel gefunden. Eine Büffelkuh mit einem abgebrochenen Horn. Ein abgebrochenes Horn weist auf einen schweren Kampf hin. Daher könnte dieser Büffel noch weitere Verletzungen haben. Eine Löwin erreicht durchschnittlich bis zu 54 Stundenkilometer Geschwindigkeit. Doch die Vollstreckerinnen, die schnellsten und beweglichsten Löwinnen des Rudels, bringen es auf bis zu 60 Stundenkilometer. Eine Vollstreckerin überholt eine der Treiberinnen und setzt zum Sprung an. Sie setzt ihre erstaunlich gestalteten Krallen ein. Jede Pranke besitzt vier scharfe, nach vorne stehende Krallen und eine nach hinten weisende Daumenkralle. Jede davon sitzt auf einem eigenen, frei beweglichen Kugelgelenk. Der Büffel versucht, die Löwin abzuschütteln. Doch es gelingt ihr, sich dauerhaft festzukrallen. Und das ist keine leichte Aufgabe. Sie wird mit einer unglaublichen Beschleunigungskraft von 3G mitgezerrt. Das heißt, jede Kralle versucht, eine Kraft zu bremsen, die der einer Rakete direkt nach dem Start entspricht. Rasch trifft Verstärkung ein. Zwei weitere Löwinnen springen auf den Rücken der Kuh und nutzen ihr vereintes Gewicht, um sie zu Fall zu bringen. Der 770 Kilogramm schwere Büffel trägt nun das Gewicht von drei Löwinnen, also über 400 Kilogramm. Eine Löwin gräbt ihre massiven Reißzähne ein, während die andere die Schnauze des Büffels mit ihrer eigenen zuhält. Innerhalb von 15 Sekunden bekommt der Büffel den einsetzenden Sauerstoffmangel zu spüren. Er gerät in Panik, wodurch Herzrasen und hektische Körperbewegungen ausgelöst werden. Dies verbraucht den letzten Rest an Sauerstoff, statt ihn zu bewahren. Der Büffel verliert das Bewusstsein und die Muskelspannung. Schließlich ist es vorbei. Doch nach all der harten Arbeit wird die erfolgreiche Vollstreckerin nicht zum Fressen kommen, bis der Pascha des Rudels sie lässt. Er wird fast 20 Kilogramm Büffelfleisch fressen, bevor die Weibchen an die Reihe kommen. Das männliche Tier ist der Chef des Rudels. The head honcho, the big cheese. Üblicherweise gibt es in jedem Rudel zwei oder drei Männchen. Doch dieses Rudel hat nur eines. Es beschützt das Rudel und zeugt die Nachkommen. Es überwacht das Revier und sichert es vor Übergriffen anderer Löwen. Er jagt nicht in dem Maße wie die Weibchen, aber er frisst als Erster. Es ist angenehm, König zu sein. Es war ein besonders guter Fang. Die 450 Kilogramm Fleisch bringen dem Rudel 700.000 Kalorien. Genügend Kraft für fast eine Woche. Das Rudel frisst. Das Gebrüll in der Ferne verheißt nichts Gutes. Es könnte eine Bedrohung sein, die das Rudel vielleicht für immer verändern wird.
Ein Eindringling nähert sich. Doch er hat kein Interesse, den Büffelkadaver zu stehlen. Er ist gekommen, um das dominante Männchen herauszufordern und das Rudel zu übernehmen. Es liegt bereits einige Jahre zurück, dass das dominante Männchen selbst der Herausforderer war. Wie bei den meisten Männchen fing seine Mähne erst zu wachsen an, als es mit 2 Jahren die Geschlechtsreife erreichte. Dann wurde es aus dem Rudel verstoßen, in dem es aufgewachsen war. Dies dient einem evolutionären Zweck. Da es mit allen Weibchen in seinem Rudel verwandt ist, muss es gehen, um sich zu paaren. Doch als Halbstarker konnte es einen Rudelherrscher nicht entthronen. Also zog es über 1 Jahr lang herum und wartete auf den richtigen Moment, um ein Rudel zu übernehmen. Vor 2 Jahren ist es ihm gelungen. Nun kündigt das Gebrüll in der Ferne an, dass sich der Spieß umgedreht hat. Ich habe Löwen brüllen hören, die knapp 10 Kilometer weit weg waren. Selbst über diese Entfernung klingt es, als ob er ganz in der Nähe wäre. Das Brüllen eines Löwen ist nicht nur hörbar, es ist auch fühlbar. Es nimmt seinen Anfang in den Muskeln, zwischen seinen Rippen, die wie ein Blasebalg funktionieren. Sie pressen Luft mit über 80 Stundenkilometern über mächtige Stimmfalten, die sie in Schwingung versetzen. Doch was dem Brüllen seine Gewalt verleiht, ist der Verstärkerraum zwischen Gaumen und Rachen. Hier schwingt der Schall und legt an Geschwindigkeit und Intensität zu. Der Löwe ist in der Lage, ein Gebrüll zu modulieren, so wie ein Opernsänger Noten anstimmt. Das Ergebnis ist ein Ton, der bis zu 115 Dezibel erreicht. Die Lautstärke eines Rockkonzerts. Noch ein Brüllen. Diesmal aus nächster Nähe. Ein Eindringling nähert sich. Doch er hat kein Interesse, den Büffelkadaver zu stehlen. Er ist gekommen, um das dominante Männchen herauszufordern und das Rudel zu übernehmen. Es liegt bereits einige Jahre zurück, dass das dominante Männchen selbst der Herausforderer war. Wie bei den meisten Männchen fing seine Mähne erst zu wachsen an, als es mit 2 Jahren die Geschlechtsreife erreichte. Dann wurde es aus dem Rudel verstoßen, in dem es aufgewachsen war. Dies dient einem evolutionären Zweck. Da es mit allen Weibchen in seinem Rudel verwandt ist, muss es gehen, um sich zu paaren. Doch als Halbstarker konnte es einen Rudelherrscher nicht entthronen. Also zog es über 1 Jahr lang herum und wartete auf den richtigen Moment, um ein Rudel zu übernehmen. Vor 2 Jahren ist es ihm gelungen. Nun kündigt das Gebrüll in der Ferne an, dass sich der Spieß umgedreht hat. Ich habe Löwen brüllen hören, die knapp 10 Kilometer weit weg waren. Selbst über diese Entfernung klingt es, als ob er ganz in der Nähe wäre. Das Brüllen eines Löwen ist nicht nur hörbar, es ist auch fühlbar. Es nimmt seinen Anfang in den Muskeln, zwischen seinen Rippen, die wie ein Blasebalg funktionieren.
Sie pressen Luft mit über 80 Stundenkilometern über mächtige Stimmfalten, die sie in Schwingung versetzen. Doch was dem Brüllen seine Gewalt verleiht, ist der Verstärkerraum zwischen Gaumen und Rachen. Hier schwingt der Schall und legt an Geschwindigkeit und Intensität zu. Der Löwe ist in der Lage, ein Gebrüll zu modulieren, so wie ein Opernsänger Noten anstimmt. Das Ergebnis ist ein Ton, der bis zu 115 Dezibel erreicht. Die Lautstärke eines Rockkonzerts. Noch ein Brüllen. Diesmal aus nächster Nähe. Er schleicht sich so leise an, dass selbst der leichteste Schlaf nicht gestört wird. Die 40 Kilogramm mageres Fleisch bringen etwa 60.000 Kalorien. Schmackhaft ist die Mahlzeit nicht, aber er wird mit vollem Magen schlafen. Eine Woche später hat sich in seinem alten Revier einiges verändert. Die Trockenzeit ist auf dem Höhepunkt und die Büffel sind auf grünere Weidegründe gezogen. Notgedrungen hat sich sein altes Rudel nach weniger begehrenswerter Beute umgesehen. Diese 55 Kilogramm schwere Antilope wäre für das Rudel eine ordentliche Mahlzeit. Antilopen sind allerdings anspruchsvolle Gegner. Doch die Löwen müssen diese schwierige Herausforderung annehmen. Wenn sie nicht bei jeder sich bietenden Gelegenheit töten, riskieren sie eine unumkehrbare Abwärtsspirale in Gang zu setzen, die bis zum Hungertod führt. Die Antilope legt eine rasante Geschwindigkeit vor. Sie entkommt einer Treiberin. Auch die zweite kann sie nicht einholen. Gerade als es so aussieht, als ob die Antilope entkommen würde, springt ihr die schnellste Löwin des Rudels genau an den Hals. Was wie ein Glückstreffer aussieht, war tatsächlich eine sorgfältig geplante Hetzjagd. Die erste Löwin hatte nicht das Ziel, die Antilope zu fangen, sondern sie in eine bestimmte Richtung zu treiben. Wenn die zweite Löwin loslegt, treibt sie die Antilope zur dritten Löwin, die ihre Attacke perfekt darauf abstimmt. Jede Löwin bekommt rund 4200 Kalorien. Doch die Beute hat ihren Preis. Die Löwin, die sie erlegt hat, hat sich am Bein verletzt. In der Wildnis kann selbst eine kleine äußerliche Wunde schlimmer sein, als sie aussieht. Sie hat auch innere Verletzungen erlitten. In Gefangenschaft dauert ein Löwenleben etwa 30 Jahre. In freier Wildbahn nur 15. Drei Tage später ist die Vollstreckerin des Rudels tot.
Es bleibt keine Zeit zu trauern. Die schnellste Junglöwin nimmt ihren Platz ein. Der ehemalige Rudelchef hingegen hat keinerlei Unterstützung. Er muss alleine auf die Jagd gehen. Vielleicht überlebt er eine Weile, indem er Aas frisst oder das aufsammelt, was er kriegen kann. 2 Wochen sind vergangen, seit der alte Löwe aus dem Rudel verstoßen wurde, das er 2 Jahre lang beherrscht hatte. Seitdem hat sich seine Lage fortwährend verschlechtert. In seiner Glanzzeit versorgten ihn die Löwinnen seines Rudels mit so viel Fleisch, wie er nur fressen konnte. Ohne ihre Hilfe hat er 6 Kilogramm verloren und weist ein Defizit von über 50.000 Kalorien auf. Sein Körper zehrt sich selbst auf. Man muss bedenken, dass er ohne Futter auch Feuchtigkeit verliert. Löwen beziehen einen Großteil ihres Wasserbedarfs aus ihrer Beute. Er ist also extrem dehydriert und momentan in einem geschwächten Zustand. Doch die Witterung eines an einem Wasserloch verendenden Büffels stellt eine neue und die vielleicht letzte Überlebenschance dar. Es sind 550 Kilogramm Fleisch. Da keine anderen Fleischfresser in Sicht sind, kann er es kampflos für sich behalten. Ein Büffel dieser Größe könnte ihm das Leben retten, wenn er es schafft, ihn zu töten. Es geht nun um sein Überleben. Ein gesunder Löwe ist in der Lage, einen Büffel mit seinen höchst eindrucksvollen Zähnen zu reißen. Die 7,5 cm langen Fangzähne sind in einem Abstand von 10 cm angeordnet. Dies entspricht exakt dem Abstand der Rückenwirbel eines Büffels. Sie passen perfekt zwischen die Wirbel, sodass sie das Rückenmark des Büffels durchdringen und ihn lähmen. Doch die Hitze und Unterernährung haben die Muskelmasse dieses verhungernden Löwen schwinden lassen. Seine Fangzähne gelangen nicht in die Nähe der Wirbelsäule. Sie durchbohren noch nicht einmal die Haut. Die Fangzähne eines gesunden Löwen schneiden einem Büffel die Sauerstoffzufuhr ab, indem sie die Luftröhre mit unglaublichen 425 Kilogramm Beißkraft zudrücken. Das entspricht der dreifachen Beißkraft eines ausgewachsenen Rottweilers. Doch die des alten Löwen bleibt weit unter dem, was sie einmal war. Das ist die sogenannte Todesgrenze. Darüber liegen Tiere, die jagen und sich ernähren können. Wenn sie unter die Grenze fallen, sei es durch Krankheit, Durst oder Hunger, werden sie zu schwach. Wenn sie keine Nahrung mehr jagen können, sind sie dem Tode geweiht. Jede Anstrengung, den Büffel zu erwürgen, schlägt fehl. Schließlich gibt der alte Löwe auf. Für sein ehemaliges Rudel sieht es nur bedingt besser aus. In der letzten Woche hat es nur 2 Antilopen und ein Gnu-Kalb erlegt. Weniger als 20% des benötigten Nahrungsbedarfs. Die Jagd auf diese kleineren, schnelleren Beutetiere bedeutet, dass das Rudel sich auf seine schnellsten Mitglieder verlassen muss. Die beiden Vollstreckerinnen. Doch die neue Vollstreckerin kann nicht mithalten. Sie hat Probleme, die verstorbene Löwin zu ersetzen und überlässt der dienstälteren Veteranin den Großteil der Arbeit. Mit nur einer tüchtigen Vollstreckerin leidet das Rudel.
Als sie auf eine Herde kleiner, flinker Thompson-Gazellen treffen, beobachtet der Grünschnabel die losstürzende Veteranin. Jüngere, kleinere Gazellen sind nicht so schnell wie ältere. Sie täuschen Beutejäger weniger geschickt. Es ist ein kleiner Fang. Nachdem die beiden Männchen die Hälfte gefressen haben, bleibt weniger als 1 Kilogramm Fleisch, also gut 1000 Kalorien für jede Löwin übrig. Sie sind nun nicht mehr nur hungrig, sondern unterernährt. Wenn sie nicht bald größere Beute erlegen, könnten sie sterben. Und verhungern erst die Löwinnen, dann wird bald das ganze Rudel untergehen. Ohne die Büffelherden kann es sich das aus 12 erwachsenen Tieren bestehende Rudel nicht länger leisten, Clanwild zu jagen. Es muss sich an das halten, was ihm über den Weg läuft, gleichgültig, wie gefährlich es auch sein mag. Mit 320 Kilogramm ist ein Zebra 15 mal so groß wie die Gazelle, die das Rudel zuletzt teilte. Ein Zebra könnte sie alle ernähren. Doch diese Tiere sind äußerst kräftig. Der kleinste Fehler könnte verhängnisvoll sein. Zebras teilen mit ihren kräftigen Beinen tödliche Tritte aus. So können sie eine Löwin erblinden lassen oder töten. Wer hinter einem Zebra her ist, bringt sein Leben wirklich ernsthaft in Gefahr. Dazu braucht es keine tödliche Verletzung, sondern nur eine schwere Prellung. Ein gebrochenes Bein, einen zertrümmerten Kiefer oder einen gebrochenen Rücken. Und binnen 24 Stunden wird man zum Festmahl der Hyäne. Zu allem Übel entwischen starke Zebras den Löwinnen häufig mit einer Spitzengeschwindigkeit von 65 Stundenkilometern. Die einzigen Löwinnen in diesem Rudel, die sie fangen können, sind die beiden Vollstreckerinnen. Sie halten still, während eine der beiden Treiberinnen die Herde zerstreut. Die alte Vollstreckerin zeigt vollen Einsatz. Doch die jüngere Unerfahrene sieht nur zu und lässt sich passiv zurückfallen.